ein Auto von der Straße abgekommen sein und tatsächlich in die Wand gefahren sein. Wenn er nicht jede 5 Meter aufgehalten wird von jedem Bullen, dann heiße ich nicht Schrift so. Our whole universe is in a hot, dense state. And nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, Earth began to cool, the arthropods began to do me, and the dogs developed tools. We built a wall, we built a pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery, and all started with a big gang. Gang! Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Wir haben ein neues Monat, das heißt neue Eindrücke aus der Firma. Dieses Monat ist packed. Wir haben dieses Monat so viele neue Sachen zu verkünden und alles mögliche. Ihr werdet es natürlich, bevor das Video online ist, schon sehen. Aber dennoch nehmen wir euch immer wieder mit und zeigen euch, wie das Ganze zustande kommt. Das heißt jetzt mal ab ins Office. Bruder, komm noch näher, du Sorry. Wir fahren jetzt mal ins Office, weil wir jeden Montag ein Meeting haben und das bedeutet Kopf einschalten und arbeiten. Ich melde mich dann gleich im Office. Peace. Und Joel ist noch immer nicht da, ne? Hallo, Fotze. Wir bräuchten schon sein Management-Name übernehmen. Ja. Hättet ihr Entourage geschaut, hätten wir jetzt gesagt, Ari Gold. Schau, ich sage euch ehrlich, meine Angst war einfach nur, okay, wir haben jetzt ein Wochenende, ja, und wir sind stark auf Education Sound, sprich Hip-Hop, Afrobeats und das halt, was wir alles spielen, ja. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn es jemand schafft, dann sind wir das. Aber wie krank wäre es, wenn wir jede Woche Freitag 1000 Leute haben? Wie oft passiert es an einem Samstag, dass viele Leute nicht mehr reinkommen, gehen, weil die Schlange zu lang ist und uns im Club schon gesagt haben, also mir zumindest, und ich spreche euch auch, ja. Leute, ihr braucht was Größeres, ihr braucht was Größeres. Niemand was anderes Besseres einfällt. Voll, das 100%. Ja, finde ich auch, aber deswegen sollten wir überlegen, ob wir brainstormen wollen oder nicht. Ja, aber wollen wir uns damit wieder beschäftigen? Das ist oder wir nennen es Du. Es ist Digital. Du? Du? Nein, machen wir nicht. Wisst ihr noch, wo wir Praterstraße begonnen haben und wochenlang gebrainstormt haben für Praterstraße-Namen mit arg vielen Namen zu vorschlagen? Und im Endeffekt haben wir gar keins genommen und haben einfach Lituation gelassen. Oh mein Gott, so. Ja, stimmt. Du erwähnt! Jetzt können wir alles machen. Alles ist besser mit Kanye West. Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht euer Captain. Heute ist Donnerstag. Das heißt, der Flug geht Richtung Lituation. Wir sehen uns gleich im Club. Nicht, passen Sie doch auf. Hey, erzählt mal, was passiert ist. Also, es ist die Feuerwehr kommen mit Blaulicht und Bob hat gesagt, die sind sicher nicht für uns. Für wen sind's? Für uns. Es dürfte anscheinend vorher ein Auto von der Straße abgekommen sein und tatsächlich in die Wand gefahren sein. Zum Glück ist niemand verletzt worden, das ist ja wirklich erstmal das Allerwichtigste. Aber eins ist verletzt worden und zwar mein Herz, weil wir jetzt nicht aufsperren können mittlerweile und deshalb ist natürlich mein Herz gebrochen. Das ist blöd, sehr blöd. Und wenn du eine Fuhr bekommst, ja, dann kannst du zwar zerfetzen, aber nicht so, okay? Nicht so. Vom Gas oben. Schau, ja, das ist der da oben, ist wie Batman. Das ist geht, ja. Auf jeden Fall, das Lustige ist, es sind 20 Männer, 20 Feuerwehrmänner, aber die Lösung ist genau dasselbe, was wir auch gemacht hätten. Einfach mit dem Hammer draufsetzen und warten, bis es runterfällt. Aber dahin. Wir haben ein Helm auf. Das Blaulicht. Nicht. Das Blaulicht und der Helm. Essentiell. Essentiell wichtig. Das Blaulicht und der Helm, das ist essentiell. Prost. Einen wunderschönen guten Sonntag. Heute sind zwei große Dinge angesagt. Und zwar erstens fahre ich jetzt mal ins F6 Studio und treffe mal Sherif. Ich weiß nicht, ob Bobby auch schon da ist. Und Unique, weil sie ist wieder in Wien. Und heute wird ein Shooting gemacht für sie. Zusätzlich ein Video gedreht, glaube ich. Wir sehen uns gleich im F6 Studio.
Hallo Sheriff. Hallo. Erzähl mal, wo wir sind. Wir sind im F6 heute und shooten was Cooles. Mit Monsieur Triple F, Ferdinand, Fabian, Valent. Die Arsenal-Fahrt, ich zeig schnell. Was, Masha'Allah, Haiwan, Yabni, ja, Masha'Allah. Leica oder Leica Sim oder was ist das? Favoriten. Tatverdächtiger. Wenn er nicht jede 5 Meter aufgehalten wird von irgendeinem Bullen, dann heiße ich nicht Sheriff, so hundertprozentig. Jede 5 Minuten am Gürtel, bei ihm zu Hause, in der Garage, er wird aufgehalten. Was machst du? Super Bild, Masha'Allah. 5 Stars, 5 auch Miss. So, meine Lieben, ab geht's ins VIP. Heute haben wir eine Special Veranstaltung im VIP. Und wir sind Rahedi! Mit Begleitung natürlich. Wir sehen uns gleich im Club. Hallo und schönen Abend. Heute haben wir einen Gast hier und zwar Conductor himself aus UK eingeflogen heute. Connor hat ihn schon abgeholt vom Flughafen und hat ihn zu seinem Hotel gebracht und jetzt geht's in die Praterstraße und mit ihm starten wir auch die neue Eventreihe Do Events Digital Underground und hoffen, dass es ein mieser Abend wird heute. Bis gleich, ich bin eh schon komplett im Stress. Wir sehen uns gleich im Club. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag und das heißt Meeting Time, ab ins Office. Voll verpennt. Hätte um 11 schon dort sein sollen, wie jeder andere eigentlich auch. Ich fühle mich einfach von einem LKW überfahren. Ich melde mich gleich im Office. Die Mail habe ich geprüft. Ich werde nochmal fragen. Also aber ich habe ein paar Leute da. Ich bin mal zusammen alle. Warte mal, ich habe. Style und das Geld. Ich hab bald das, was du. Oh. Also Jungs, ich finde es super, wie das wächst. Das nennt man harte Arbeit, was wir hier machen. Ich glaube, sie haben es auch nicht geschafft. Vielleicht 60. Siehst du, das ist pure Trauer, pure Tod. Ciao, Brody. Ich sehe das. Sie hat sich umgebracht. Schau nicht gut aus. Ja, der hat sich umgebracht. Sie hängt, sie hat sich ein Hemd. Und ihr wollt jetzt einen Hund. Na, Spaß. Und man denkt so, es riecht so komisch. So. Und dann kommen wir erst drauf, irgendwer hat seit 2 Monaten die Katze. Ja, sie liegt da hinten irgendwo. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstag. Jeder weiß, was an einem Donnerstag passiert. Genau, es ist Lituation. Ich fahre jetzt mal in den Club und dann sehen wir uns dort. Lieber Connor, ein letztes Mal Donnerstag. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut eigentlich. Es war eine lange Reise, aber alles hat ein Ende. So ist es nun mal. Ich spiele jetzt traurige Musik ein. Okay. Traurige Musik. Ja.
man entwickelt sich weiter und so entwickelt sich das Clubgame weiter, so entwickeln sich wir alle weiter. Es wachsen Haare, wo vorher keine Haare waren. Man spürt Gefühle, die man vorher nicht gespürt hat und in diesem Sinne sage ich, es war uns eine Ehre, aber wir sind raus. Weiter! Geht wieder weiter, ja? Morgen essen wir mit Familie, bisschen gut essen, Hühnerfleisch, Lammfleisch, Rindfleisch, Curry, der Nachspeise, Dessert, Cola, Salat, auch dabei, genießen mal! Akash, heute ist letzter Tag für uns. Es tut weh, Bruder, das gibt's ja nicht. With the mob, come to our law. Pretty girls walk like all the pretty girls walk like all the pretty girls walk like. Junge. Was für ein Abend gestern. Ich komm gerade mal runter. Uns wird keine Pause gegönnt. Wir müssen weiterarbeiten. Und zwar, was jetzt angesagt ist, Videodreh von Bouncy. Ich weiß gar nicht, wo, was, wie. Ich habe gar keinen Plan. Wir gehen einfach mal hin und halten die Kamera drauf. Und aber zuerst treffen wir uns im Office. Also, bis denn. Ist Verbrecher. Hab ich euch. Warte. Rein. Ciao, Hobby. Okay. Aber schöne Brille. Danke, Bro. Geh weg damit jetzt da. Bobby hat gerade seinen Laptop fallen lassen. Was passiert denn Gott, ist das meiner Scheiße. Zeig her. Oh. Wo siehst du, Arschloch? Ich wollte ein bisschen protzen. Der macht da einen guten Sound, nämlich der Renault Clio. Viele Leute wollen euch gleich einen Sportwagen. Aber ich rate euch, ich bin Autoexperte und ich rate euch zum Renault Clio. Den kannst du drücken, Wahnsinn. Der deutschen Autobahn. Kurzes Update. Neben dem fetten Studio hier gibt es rechts irgendeinen Autotuning-Laden. Und wir haben zufällig gefragt, ob wir ein paar Autos haben können. Und uns wurde 2 R8 zur Verfügung gestellt. Während wir jetzt ein Musikvideo machen, filme einfach für mich auch für mein privates Musikvideo. Okay? Okay. So. Geht schon? Ja. Achso. Can use a window shopper, mad at me, I think I know why. Can use a window shopper in the jewelry. Perfekt, Bro. Real. Wir brechen das Internet. Es war ein geiler Drehtag, muss man echt sagen. Wir haben wieder mal aus wenig viel gemacht. Das ist die Strategie, das ist unser Plan. Team of 3, 1, 2, 3, Team. Team. Was ein anstrengender Drehtag gestern. Heute haben wir einen freien Tag, sozusagen ein Off-Day, was die Dreharbeiten betrifft. Aber noch lange kein Off-Day für uns. Wir sind eingeladen bei Red Bull. Irgendein Tanzevent oder so. Irgendwie, ich weiß es nicht genau. Jetzt treffe ich mich mit Bobby und dann sehen wir uns bei Red Bull dort. Wir tanzen und so. Du weißt. Bis gleich. Was für ein verrückter Abend. Geisteskrank. Was ein crazy Abend hier. Die auf jeden Fall richtig nice, richtig unterhaltsam. Die Leute waren on fire. Ihr habt es selber gesehen. Also ich habe jetzt nur einen Bruchteil reingeschnitten von dem, was eigentlich wirklich zu sehen war. Und das war crazy. Und jetzt gehen wir nach Hause, wie es an einem Samstagabend so gehört. Das war's von dem Abend. Falls ihr euch fragt, wann wir eigentlich aufhören zu arbeiten, die Frage beantworte ich jetzt nie, weil gestern noch die ganzen Breakdancer angesehen und bla bla bla. Heute geht's weiter. Zweiter Teil zu Bouncys neuem Musikvideo. Das ist mir zu viel. Aber wir müssen erstmal wie immer ins Office Sachen vollladen, Equipment und danach geht's in die Stadt. Und dann geht's los mit dem Dreharbeiten. Wir sehen uns gleich für 5. Stopp.
Oh. Oh, das fünfte Stück. Oder du hast es alles angelehnt gerade erst. Schmucks. Wir gehen jetzt einmal durch. Kommt, steckt Zeit. Oder? Hier, Bruder, die sind eh klein und drin, Bruder. Nein, nein. Biggi, willst du mich umbringen, Bruder? Lass Biggi vorne sitzen, bitte, Bruder. Bitte. Nostalgie. Gib ihnen Kanis Ego jetzt rein. Übernahme wie Alexander der Große. Gib auf, sonst verlierst du dich in der Soße. Ich will größer sein als Kanis Ego. Massi war da, Massi ist auf dieser Stufe. Warte, gehen wir hin, komm. Damit du zeigst dann diese Szene von ihm, wie er da gesessen ist. Hier, Bro. Hier ist er gesessen. Fuß ausgestreckt. Merkst du meine Worte? Haare haben gepasst, Bro. Wir waren gerade noch beim Footlocker arbeiten und dann ist er gekommen. Biggi, mein Freund, wie geht's dir? Oh, ich wusste gar nicht, dass es mir gibt, Bruder. Hier haben wir auch Kanis Ego gedreht. ich habe übrigens dein Musikvideo geschnitten, gell? Mein Musikvideo? Ja, was wir letztens gedreht haben. Ach so, mit den Autos, gell? Ja. Ja. Das lade ich auch, das kommt bald auf YouTube. Neuer Song von mir. Was soll ich sagen, ne? Das Leben. Das war nur ein Teaser gerade von dem, was eigentlich wirklich ja, kommt. Voll. Hat der Bobby auch Augenblicke? Ja, das war ich hier drauf. War sie zu schön? Fertig. Ich war schon fertig, bevor wir angefangen haben. Erfolgreicher Videodrehtag vorbei. Drehabend, wie man es auch nehmen mag. Jetzt ab nach Hause. Welcome, welcome. Heute drei große Dinge. Erstens, Mr. Sydney hat heute Geburtstag. Zweitens, wir sind heute wieder an einem Sonntag in VIP und feiern die ganze Scheiße, weil morgen Feiertag ist, natürlich, deswegen Sonntag. Und bevor wir das Ganze starten, sind wir davor noch auf ein Konzert von Hugo und da tretet auch unser Superstar Bouncy auf. Und das wollen wir natürlich nicht verpassen. Dann sehen wir uns gleich beim Auftritt. Bist du deppert? So. Ich schäme mich in der Schule, schäme mich vor den Nachbarn. Ich schäme mich im Restaurant für meinen Vater. Wie? Habt ihr Bock noch ein bisschen abhören? Pardon, wir haben einen wunderschönen Gast heute mit. Mach mal ein Gebrauch! Wie hat die Energie heute? Was geht ab? Wir sind hier im Backstage von So, meine Lieben, das war's von dem Video. Ich danke fürs Einschalten. Tut mir noch einen Gefallen, kommentieren, liken und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns im nächsten Monat mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao.